1976. Ein 8-jähriger Junge auf dem Weg zum Baden. Jürgen P. genießt einen unbeschwerten Frühsommernachmittag mit Freunden an einem See bei Hörstel in Westfalen. Doch auf der Heimfahrt wird der Junge Opfer eines Verbrechens. Auch die ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst hat sich damals an der Suche nach Jürgens Mörder beteiligt. Ralf Döbele ist Journalist und Kriminalitätsexperte. Er hat sich mit dem Jahrzehnte zurückliegenden Verbrechen befasst. Das Besondere an diesem Fall ist sicher, dass die Kripo Münster lange vor DNA-Analysen oder Recherchemöglichkeiten im Internet minutiöse kriminalistische Arbeit geleistet hat, über Jahre hinweg, um diesen Fall schließlich doch noch aufklären zu können. Der Ortsrand von Hörstel im Kreis Steinfurt. Hier lebte der 8-jährige Jürgen P. 1976 mit seiner Familie. Der 29. Juni 1976 war ein sehr, sehr warmer Sommertag. Jürgen fragte seine Mutter, ob er zum See fahren kann. Er wollte sich dort mit zwei Freunden treffen. Seine Mutter war einverstanden, bat ihn aber, um 17 Uhr wieder zu Hause zu sein. Der Junge fährt die knapp 4 Kilometer zum Herthasee mit seinem Fahrrad. Jürgen verbrachte den ganzen Nachmittag hier am See zusammen mit zwei Freunden. Gegen 17 Uhr sagte er zu ihnen dann, dass er aber jetzt aufbrechen müsse. Er hatte ja seiner Mutter versprochen, rechtzeitig kurz nach 17 Uhr wieder zu Hause zu sein. So schnappte er sich sein Fahrrad und machte sich auf den Weg. Er hatte nur eine Fahrzeit von etwa 15 Minuten vor sich. Die Verkäuferin hier am Herthasee erinnerte sich später noch, wie der Junge das Gelände verlassen hatte. Als Jürgen gegen 19 Uhr nicht wieder zu Hause ist und auch seine Freunde nicht wissen, wo er sein könnte, organisieren seine Eltern und einige Nachbarn eine Suchaktion. Doch sie endet ohne Erfolg. Der 8-Jährige bleibt verschwunden. Am späten Abend sucht die alarmierte Polizei dann systematisch den Nachhauseweg des Kindes ab. Die Beamten durchkämmen dabei auch ein Waldgebiet, das sich ganz in der Nähe des Herthasees befindet. Einer der Suchtrupps entdeckt schließlich Jürgens Fahrrad. Kurz vor Mitternacht führte dann der Suchhund eines Polizisten die Beamten zur Leiche von Jürgen. Der Junge war unbekleidet, er war erdrosselt worden und er lag nur wenige hundert Meter vom Herthasee entfernt. Ein Handtuch, die Dauerkarte des Jungen für den See und seine Badehose sind verschwunden. Gefunden wurden am Tatort eine leere Getränkedose, ein Zigarettenstummel und eine zerrissene Fahrradtasche. Mit der Schlaufe dieser Fahrradtasche wurde der Junge mutmaßlich erdrosselt, was dann später auch die gerichtsmedizinische Untersuchung bestätigte. Die Polizei befragt Zeugen rund um den Herthasee. Ein Anwohner berichtet, dass er am Tattag einen verdächtigen Mopedfahrer am Tatort gesehen habe. Und ein bestimmtes Indiz hält die Polizei für besonders vielversprechend. In unmittelbarer Nähe des Tatorts wurde auch eine Brille gefunden. Die lag zusammengefaltet am Boden, so als hätte sie der Täter aus seiner Tasche verloren. Diese Brille musste nach Überzeugung der Beamten vom Täter stammen. Die Brille ist ein Unikat. Führt sie zum Mörder? Relativ kurz nach dem Verbrechen wurde nach einem Hinweis aus der Bevölkerung ein 17-jähriger Auszubildender festgenommen. Er stand unter Tatverdacht. Er hatte auch eine ähnliche Brille besessen, wie sie am Tatort gefunden worden war. Es stellte sich dann aber recht schnell heraus, dass es eben doch eine andere Brille gewesen war. Die Polizei ist sich sicher, dass die Brille der Schlüssel zum Täter ist. Und dass ein Optiker die Lösung zu dem Mordfall in seiner Kartei haben muss. Letztendlich konnten die Beamten herausfinden, dass diese Brille im Zeitraum zwischen 1974 und 1975 verkauft worden sein musste. Allerdings bedeutete dies dennoch, dass etwa 500 gleichartige Brillen in ganz Deutschland im Umlauf waren. Die Eltern sagen, dass er gar keine Brille hat. Für die Ermittler geht es nun darum, möglichst viele potenzielle Hinweisgeber zu erreichen. Sie hoffen auf die ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst mit ihren mehr als 20 Millionen Zuschauern. Am 1. Juli 1977 präsentiert Moderator Eduard Zimmermann das Verbrechen. Und nun, im Mittelpunkt des nächsten Falles, steht diese Brille.
Sie gehört mit großer Wahrscheinlichkeit einem Mörder. Parallel zur Ausstrahlung kontaktierte man auch Fachblätter für Optiker, für Augenärzte. Und parallel zur Ausstrahlung sollten dann auch entsprechende Artikel in diesen Zeitschriften erscheinen. Diese minutiöse Kleinarbeit, die auch sehr realistisch in dem Filmbericht dargestellt wird, gibt auch einen sehr genauen Eindruck von kriminalistischer Arbeit, die sich eben oft mit Kleinigkeiten beschäftigt und manchmal auch sehr mühsam und kleinteilig sein kann. Auf die Aktenzeichen XY-Sendung hin melden sich unter anderem zahlreiche Optiker. Am Abend der Sendung gingen etwa 40 Hinweise ein, teilweise auch auf namentlich genannte Personen, die dann in den nächsten Tagen überprüft werden würden. Zum Mörder von Jürgen P. führen die Überprüfungen aber nicht. Dennoch glaubt die Polizei, irgendjemand muss den Mörder kennen. 1981 wird klar, die Beamten haben sich nicht getäuscht. Und zwar kam der Hinweis von einer Frau, die im Krankenhaus in Rheine gelegen hatte. Sie hatte dort eine ältere Dame kennengelernt, die ihr von einem Mann erzählt hatte, von dem sie glaubte, er könne der Täter im Fall Jürgen sein. Obwohl die Frau in der Zwischenzeit verstorben ist, befragt die Kripo Münster ihren Bekanntenkreis, um eine Beschreibung des Mannes zu bekommen. Man hatte aber keinen Namen. So begann man, die Kartei bekannter Straftäter zu durchsuchen nach Männern, auf die die Beschreibung und die Charakteristika passen würden. Und tatsächlich kam man da schließlich zu einem Treffer, zu Ludger S., einem 40 Jahre alten Mann. Und bemerkenswert war auch, dass er auf dem Foto in der Kriminalkartei noch die besagte Brille trug. Viel wichtiger war aber, dass die Beamten in seinem Besitz ein Moped fanden. Und dieses Moped entsprach genau der Beschreibung des Mopeds, das der Zeuge am Tattag am Herthasee gesehen haben wollte. Während seiner Vernehmung gibt der Mann den Mord an Jürgen P. tatsächlich zu. Er sagt, er habe am Tattag reichlich Alkohol getrunken. Dann sei er mit seinem Moped zum Herthasee gefahren und sei dort per Zufall auf Jürgen aufmerksam geworden. Er fühlte sich zu dem Jungen hingezogen, sprach ihn an, verwickelte ihn in eine längere Unterhaltung und wollte auch nicht, dass dieser Kontakt abreißt. Ludger S. näherte sich dem Jungen, der versuchte wegzulaufen, lief in den Wald hinein, rief um Hilfe. Doch Ludger S. holt den Jungen ein und tötet ihn. Im September 1981 beginnt vor dem Landgericht Münster der Prozess gegen den 40-jährigen Ludger S. Dabei versuchte der Angeklagte, sein früheres Geständnis quasi abzuschwächen, also eine Art Teilgeständnis draus zu machen. Er versuchte noch einmal, seine Alkoholsucht zu betonen. Die Staatsanwaltschaft war aber dennoch davon überzeugt, dass es hier nicht um Totschlag ging, also dass die Situation nicht einfach eskaliert war, sondern dass Ludger S. den Mord begangen hatte, um das Sexualverbrechen zu verdecken. Im Oktober 1981 wird Ludger S. zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht ordnet außerdem an, dass der Mann in der Psychiatrie untergebracht werden soll. Dies berief sich vor allem auf sein früheres Geständnis nach der Festnahme, aber auch auf eine sehr dichte Indizienkette. Also sowohl an dem Zigarettenstummel am Tatort als auch an der Brille waren Hautpartikel gefunden worden, die zur Blutgruppe von Ludger S. passte. Außerdem war der Mann einschlägig vorbestraft und schon bei früheren Sexualtaten an Kindern hatte er seine Opfer gewürgt. Das sprach für seine Gewaltbereitschaft. Der Mord an Jürgen P. Nach 4 Jahren konnte er aufgeklärt werden. Ein grausames Verbrechen an einem Jungen, der gerade einmal 8 Jahre alt wurde.